Euro. So viel sollen Fachbereiche und zentrale Verwaltung der Uni Münster laut eines Beschlusses des Hochschulrates einsparen. Der AStA lädt zum Trauermarsch. Doch welche Konsequenzen ergeben sich für die Studierenden? Unsere heutige Frage des Tages. Wieder mal wird in der Lehre gekürzt. Wieder mal ist es da, wo Studierende leiden, weil das Geld dann einfach fehlt. Gute Bildung scheint hier nicht das zu sein, worauf Wert gelegt wird. Und das kann es nicht sein. Das muss sich ändern. Deswegen sind wir hier und wollen, dass diese Kürzungen zurückgenommen werden. Ja, wir sind Studenten des Musikinstituts Münster und uns betreffen die Kürzungen extrem. Bei uns werden die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Lehrbeauftragten gerade alle entlassen oder gekürzt. Und wir erleben da persönliche Konsequenzen, weil unser Unterricht ausfällt oder Seminare ausfallen. Ja. Und deswegen sind wir jetzt heute hier. Ich erwarte, dass noch weniger Lehraufträge es geben wird als vorher. Also es ist schon jetzt so, dass bei meinem Institut, wo ich studiere, die Lehre ungefähr zur Hälfte durch Lehraufträge getragen wird. Und ich denke, dass das in Zukunft, wenn weiter eingespart wird, da zuerst gespart wird. Und ich weiß nicht, wie man dann noch ordentlich studieren soll. Es ist kaum denkbar. Also erstmal ist es ja so, dass ganz viel an Personal gespart werden wird und das ist natürlich, hat große Konsequenzen für die Bildung, weil eh schon zu wenig rein investiert wird. Wir haben eh schon zu wenig Stellen, zu wenig Lehrende und das ist natürlich, wenn dann auch noch nicht wissenschaftliches Personal eingespart wird, ja, dann kann man sich auch gleich irgendwelche Vorlesungen einfach nur im Internet angucken. Unklar, weil noch nicht klar ist, wo die genau einsparen wollen, aber wenn die zum Beispiel bei den nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einsparen wollen, sind das halt auch so Sachen wie Prüfungsamt und so und das funktioniert jetzt schon immer nicht so gut und wird dadurch bestimmt nicht besser. Ja, durch die Kürzungen denke ich schon, dass die Qualität meiner Bildung sehr eingeschränkt wird, dass es nicht mehr genug Tutoren geben wird und dass einfach der Studiengang so sehr abbaut, dass diese Lasten durch die Studierenden gar nicht mehr getragen werden können. Unter Umständen eine schlechtere Lehre, wenn Mitarbeiter, also wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen werden. Ist dann nicht gut, wenn wir keine Tutorien mehr haben und Veranstaltungen, wo wir noch nach der Vorlesung auch lernen können. Also das auf jeden Fall. Dass wir halt keine Tutorien mehr haben, gerade AGs auch. Ich studiere Jura und Politik, die eben sehr wichtig sind für die Klausurvorbereitung, um da irgendwas mitnehmen zu können. Wenn wir die nicht haben, dann weiß ich nicht, wie wir irgendwelche Klausuren noch bestehen sollen.